Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Herr Ichwan! Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig, doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht. Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Seid gewarnt. Wenn Erik etwas zustößt, soll sich jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Fahr zur Hölle. Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihnen nicht zuleide tun, solange wir den da haben. Tja, Freunde, was schlagt ihr vor? Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Dratzig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Toss wird einem Austausch nicht zustimmen und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen. Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na gut. Was hat er hier zu suchen? Wer ist Jobst? Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Wie ein Fähnchen im Wind. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanusch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. Quest abgeschlossen. Familienbande. Spiel gespeichert. Quest begonnen. Ehrenwort. Sprich mit Herrn Divish, sobald du bereit bist. Ja, wir können uns erstmal ein bisschen aufpeppen. Aufrappeln. Ich halte gerade Ausschau nach der Kiste, dass ich meine Sachen nehmen kann. Das ist nicht meine Kiste. Das ist die von Faefa, glaube ich. Konrad Kieser. Ey, wir haben das gleiche Oberteil an, oder? Hehe, wie cool. Wir können ja einmal kurz quatschen. Gut, gut. Er wollte mich umbringen.
Aber ich dachte... Es war Pekar! Dort liegt er! Du hast ihn laufen lassen und gesagt, ich hätte nichts zu befürchten. Geh mir aus den Augen, hörst du? Er hätte mich töten können, um Gottes Willen. Pekar war ein guter Lügner. Also, das war dieses random, ich glaube, vorletzte Folge oder so. War der einfach hier? Leute haben ihn angegriffen. Ich bin eingesprungen. Ja, das war's. Oh, der Sattel ist auch schön. Naja. Ich denke, mit Kisa müssen wir nicht mehr so viel zu tun haben. Das ist schon okay. Der Herr sei was führt dich zu mir? Okay, wir fragen ihn ein bisschen aus. Meister Pfeffer, wie läuft es mit dem Bau des Tribox? Nun, da mir Meister Kisa hilft, viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ist es eher so, dass ich ihm helfe. Ich mache mir Notizen und lerne. Nächstes Mal bist du der Meisterkonstrukteur. Lieber wäre mir, es gäbe kein nächstes Mal. Wie läuft die Arbeit mit Meister Kisa? Ausgezeichnet. Sein Wissen über Konstruktionen und Mechanik ist erstaunlich. Er ist wahrlich begabt. Also hast du keine Zweifel am Nutzen des Tribox? Nicht im geringsten. Es ist offenkundig, dass Meister Kisa genau weiß, was er tut. Wie lange glaubst du, wird es noch dauern? Ich wage es nicht zu schätzen. Das Grundgerüst ist wohl einfach und schnell gebaut. Die anderen Sachen sind komplizierter. Dann wären da noch das Auswuchten, die Flugbahn, die Reichweite. Verstanden. Ich hoffe, er ist bald fertig. Naja, er ist ja jetzt schon fertig. Nur noch nicht optimiert. Der kam gerade noch rechtzeitig, was? Oh ja. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Doch Herr Carpon verteidigte uns und kämpfte wie ein Löwe. Er scheint sich zu einem richtigen Edelmann zu mausern. Ich habe Hans gar nicht gesehen. Wir werden Ihre Meinung über ihn überdenken. Oh ja, ich schulde ihm mein Leben. Möge Gott ihn segnen. Bis später. Ich habe ein paar Heiltränke gebraut. Ja. Bin geheilt. Und habe Pfeile gekauft. Ja. Und ich fühle mich wieder gut vorbereitet, deshalb gehe ich zum Treffpunkt hinter dem Tribok. Denn wir sind bereit. Es kann weitergehen. Ja, Herr Divish. Gut, dass du da bist. Zu deinen Diensten, Herr. Ich bin im Begriff, den Befehl zum Angriff zu geben. Und da wir es größtenteils dir zu verdanken haben, dass der Tribok noch steht, sollte dir die Ehre des ersten Schusses zufallen. Es wäre mir eine Freude. Wir werden sowas von nicht treffen. Eine Festung zu zertrümmern? Oh. Mich begeistert das wenig. Verzeih, Herr. So war das nicht gemeint. Da ist nichts dabei. Die Männer beladen den Tribok. Du musst nur den Hebel betätigen. Ich schätze, das kriege ich hin. Dann nehmen wir Thalmberg ein paar Tage in die Mangel. Herr Robert erklärt dir, was danach geschieht. Alles Gute. Okay. Also er wollte ja wirklich nicht den Tribok benutzen, aber das muss jetzt sein. Ladet den Tribok! Gib den ersten Schuss ab. Gott schütze dich! Greifen wir jetzt nachts an? Viel war nicht zu holen und wir hätten alles verlieren können. So ist der Krieg, aber Gott stand uns bei. Letzten Endes sind sie nichts weiter als ein Haufen Halsabschneider. Hinterrücks sind sie gut, aber macht sie das zu richtigen Waffenknechten? Sie warten lieber, bis einer in die Büsche geht, um sich zu erleichtern. Er hebt seinen Kettenpanzer und schon fallen sie ihm in den Rücken. Lieber kämpfe ich gegen echte Männer. Weil du weißt, mit wem du es zu tun hast. Vermutlich macht Toss uns genau deshalb das Leben so schwer. Was hältst du von Meister Kieser? Er ist sehr geschickt und weiß, was er tut. Und was er sonst noch daherredet, ich ließ ihn das gern versuchen, aber bei einer anderen Burg. Glaubst du, etwas davon ist wahr? Ich habe solches Kriegsgerät noch nie gesehen und kann es nicht beurteilen. Was er sagt, würde unsere gesamte Kriegsführung verändern. Er zeigte mir ein paar seiner Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob er ein Genie oder ein Wahnsinniger ist. Mach's gut. Die beiden Dinge liegen ganz nah beieinander. Okay, wir dürfen das jetzt also abfeuern.
feiern. Haha. Oh, man kann hier sogar... Ja, man kann auf den... Man kann auf den Triebwerk. Es sieht ein bisschen so aus, als würden wir gleich den Mond abschießen. Aber nein, unser Ziel ist viel weiter auf der Erde. Die spannen den gerade. Oh, wie cool. Oh, wenn das abbrechen würde. Alles umsonst. Das ist schon cool. Oh. Noch weiter. Ich hätte gedacht nur bis hier oder so. Aber nein. Wird jetzt hier der Stein reingelegt? Ja, da ist der Stein. Ich finde das voll cool, dass die das so ausführlich gemacht haben gerade. Und nicht nur hier, geht zum Triebwerk, klick E. Fertig. Ja, gut. Jetzt sind da zwei Steine drin. Der Wächter ist weg. Da wird irgendwas angezündet. Ist es jetzt my time to shine? Benutzen. Okay, Leute. Los geht's. Da ist der Stein! Wir haben getroffen. Robert, rede mit mir. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Divish meinte... Herr Divish. Herr Divish meinte, du würdest mir sagen, wie es weitergeht. Ja, wir sehen zu, wie Ishtvan sich in die Hosen scheißt. Das ist alles? Zumindest für ein paar Tage. Wenn du noch was erledigen willst, dann jetzt. Vergiss nur nicht zurückzukommen. Mach's gut. Okay, also gibt das Spiel uns nochmal Zeit, uns vorzubereiten. Warte, bis der zweitägige Beschuss beendet ist. 2 Tage haben wir jetzt nochmal Zeit. Bis es dann so richtig weitergeht, sprich mit Hauptmann Robert. Sollen wir sofort mit ihm sprechen oder nur, wenn wir fertig sind? Nein, okay, sofort. In 2 Tagen geht's hier dann richtig weiter. Morgen können wir den Geist nochmal besuchen. Okay, finde ich ein bisschen weird, dass die Zeit jetzt nochmal so lange braucht. Hast du etwas auf dem Herzen? Ein paar nahmen die Beine in die Hand. Wenn sie bis nach Kuttenberg rennen, ist mir das wahrlich recht. Doch ich fürchte, sie haben andere Pläne. Wenn das Ishtvans beste Männer waren, könnten sie uns in den Wäldern auflauern. Vermutlich wollen sie uns in einen Hinterhalt locken. Das befürchte ich auch. Mir ist erst leichter, wenn Toss vom Tor baumelt. Doch in der Zwischenzeit wüsste ich gerne, ob die Wälder hinter uns sicher sind. Kann ich auf dich zählen? Natürlich, Herr Robert. Soll ich dir ihre Rüstung als Beweis für ihren Tod bringen? Das ist nicht nötig. Ich vertraue dir, Heinrich. Du musst nicht einmal töten. Lass uns nur wissen, wo sie sich verkrochen haben. Es gibt keinen Grund, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Okay. Ich bin zurück. Bist du blind? Tallenberg steht noch unter Beschuss. Du bist zu früh. Gerade ist der Spirit hier im Lager ein bisschen low. Verständlich. Ist nicht eine besonders nice Situation gerade. Na gut. Oh, okay. In der Gegend können wir ein paar Lager finden.
Tja, sofern wir nicht schlafen müssen, können wir das ja eigentlich direkt machen. Mitternacht. Ach, eigentlich bin ich nachts nicht so gerne im Wald.